Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten. Die Selzer Lagune, ein überaus beliebter Treffpunkt an warmen Tagen. Hier in dieser Wasserlandschaft wird das Baden zu einem echten Erlebnis. Wann öffnet die Selzer Lagune aber jetzt ihre Tore? Diese Fragestellung, sie ist Anfang Mai noch kein großes Thema. Der Grund, es ist noch viel zu kalt. Und vor allen Dingen, die Corona-Schutzverordnung lässt noch keine Öffnung zu. Man darf aber spekulieren, aus dem Rathaus in Salzkotten mal zu hören, es könnte so ähnlich wie im letzten Jahr werden. Da waren maximal 200 Besucher am Tag zugelassen, wobei das Freibad eine Stunde in der Mittagszeit wegen Reinigungsarbeiten geschlossen hatte. Die Besucher mussten sich am Eingang anmelden und ihre Adresse hinterlassen. Ähnliches galt auch beim Verlassen des Bades. Im Innenbereich der Selzer Lagune mussten die AHA-Regeln eingehalten werden, aber auch der Mindestabstand. Die Stadt Salzkotten weiß den Beliebtheitsgrad ihrer Selzer Lagune zu schätzen, aber sie muss ihn auch bezahlen. Da im letzten Jahr weniger als die Hälfte der Besucher vergangener Jahre den Weg in die Selzer Lagune fanden, 2020 waren es lediglich 23.821 Badefreunden, tat sich ein weiteres fäkalisches Loch auf. So mussten aus dem Stadtsäckel im Corona-Jahr 2020 360.350 Euro zugeschossen werden. Vielleicht wird dieser Beitrag in diesem Jahr geringer ausfallen. Der Grund könnte darin liegen, dass von Corona Genesene und Geimpfte ja einen freien Zugang bekämen. Aber das ist nur Spekulation. Wenn dieser Beitrag auch noch keine zuverlässigen Informationen für eine baldige Öffnung liefern konnte, liebe Zuschauer, so sollte er aber doch schon für eine gewisse Vorfreude gesorgt werden. Die gute Nachricht zum Schluss, auch in diesem Jahr sollen die Eintrittspreise nicht erhöht werden. Selzer TV wird unterstützt von der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zeanschuk, MIG, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, Bäckerei Lange und KD Fliesentechnik.